Dieses Jahr hat er eine positive Bilanzenergie von können ziehen. Wieso genau in diesem Geschäftsjahr? Ja, dieses Jahr hat eigentlich alles gestimmt, diese Wintersaison. Wir hatten gutes Wetter, sehr kalt für die Schnee. Und danach sind die Ferien hat natürlich auch noch gestimmt. Und dann ist wieder mal ein super Jahr gewesen, was man von den letzten nicht hätte sagen können. Man hat sicher auch wieder Investitionen müssen tätigen. In was hat er denn am meisten Geld müssen reinstecken im alten Geschäftsjahr? Ja, wir sind eigentlich gut im Schuss auf der Roswaldbahn und haben vermehrt und noch Unterhalt investiert. Also in Unterhalt von der Beschneiung, Steuerungsanlagen und solche Sachen. Grosse Investitionen haben wir keine im letzten Geschäftsjahr. Man hat insgesamt rund 1.700.000 Verkehrsertrag erzielen. 32.000 Franken mehr als im letzten Jahr. Von wo kommt denn das Geld? Ja, das ist eindeutig im Wintergeschäft, das ich zulegen. Der Sommer ist mit uns auf bescheidenem Wino Niveau stabil geblieben, aber das Wintergeschäft war natürlich super dieses Jahr. Der Eigenkapitalanteil liegt bei 75% und die Liquidomittel sind bei 550'000 Franken. Wie sieht die finanzielle Lage der Bahn aus? Ja, wie er schon gesagt hat, wir haben praktisch keine Schulden mehr und haben genug Reserven für SITA für die Investitionen im nächsten Jahr können zu tätigen. Wir werden aber weiterhin eine vorsichtige Investitionspolitik machen und eigentlich mit dem Cashflow, den wir realisieren können, der immer zwischen 500 und 600'000 ist, die notwendigen Ersatzinvestitionen finanzieren. Die kleinen Bahnen haben ja immer Probleme mit den Problemen zu kämpfen, dass zum Beispiel der starke Franken oder die hohen Lehnkosten zu gross sind. Was macht die Roswaldbahn AG dagegen? Das sind natürlich globale Probleme vom Schweizer Tourismus und da können wir eigentlich nichts dagegen machen. Was wir hier im Roswald probieren, ist einfach den Gast zum anständigen Preis aus gutes Produkt anzubieten. Jetzt ist ja der Konkurrenzkampf bei den Bahnen relativ sehr gross. Wie kann sich eine kleine Bahn nachher gegen die grossen eigentlich durchsetzen? Oder wie kann man da, was macht man da dagegen? Also wir sind eigentlich alle im gleichen Boot. Insgesamt ist wichtig, dass es um Tourismus, um Wintertourismus gut geht. Was wir hier im Roswald probieren, ist einfach aus gutes Familienskigebiet zu sein. Sehr wichtig sind für uns die Gäste, die hier kommen. Wir haben 6 starke Wochen und da machen wir einen sehr guten Umsatz. Aber wir haben natürlich auch die heimischen Gäste, die wir sehr schätzen. Wir sind sehr nah von der Fabrik, eigentlich das Naherholungsgebiet. Und das werden wir weiterhin probieren, so zu erhalten. Jetzt ist der Aufwand für Skigebiete immer sehr gross. Die Gäste erwarten von Dezember bis April Top-Pisten. Was ist denn eure Erwartungshaltung? Also das ist ja so und die Gäste zahlen etwas für Ski zu fahren. Das ist kein billiger Sport, auch für die Familien. Und da ist man einfach verpflichtet, dass man diesen Gästen Top-Pisten zur Verfügung stellen. Und wir haben das dieses Jahr vom Anfang Dezember bis Ende März, Saisonschluss, wirklich super Verhältnis gehabt.